Hallo, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, hier ist ein kleiner Unterschlupf. Thriller kenne ich nicht, habe ich noch nichts von gehört. Chris 76, sei gegrüßt, du hast das hier gekauft. Ich glaube, ich hole mir Horror Alligator, weil ich habe den Film nicht im Mediabook und die gibt es auch bei Müller zu kaufen. Und das Mediabook kostet 85 Euro, der Horror Alligator. Und da ist auch noch Teil 2 mit drin, Teil 2 ist da mit drin, dennoch aber nur der erste Teil ist auf 4K und Blu-ray natürlich. Aber da soll Teil 2 auch mit drin sein. So, ob ich mir jetzt die Einzelteile in Mediabox jetzt für jeweils 40 Euro hole, also 40 Euro kostet Teil 1 bei Müller und Teil 2 auch, das wären dann auch 80 Euro. Dann hole ich mir noch gleich das Neue, ne? Aber ich habe schon auf Facebook gelesen, dass dann irgendwie sowas soll nicht gut sein, was in Pictures oder Colors of Entertainment da absieht mit dem neuen Horror-Alligator. Das ist zu teuer und so, aber mir gefällt einfach das geile Cover. Mir gefällt das Cover so geil. Das wieder von Ralf Krause, das sieht richtig hammer aus, das Cover. Ja, es kann sein, dass ich demnächst auf meinem Kanal The Horror Alligator habe. Das neue Mediabook. Das kommt da raus, am 30.11. kommt da raus. Und Thriller kommt auch am 30.11. Das kostet ja 100 Euro. Ich weiß nicht, warum das 100 Euro kostet. Also. Und dann gibt es noch von Horror Alligator noch ein anderes Mediabook. Das soll aber ein Bootleg sein. Das ist von Retro Gold. Ich weiß nicht, ob ich mir das holen soll, aber das ist wieder der erste Teil dabei. Auf Blu-ray, habe ich gehört, gibt es auch die Filme Horror Alligator. Da kostet jede Blu-ray bei Müller 16,99. Ich will lieber ein Mediabook haben. Es könnte sein, ich überlege das mir noch, ob ich mir vielleicht den Horror Alligator hole, das neue. Für das neue von Colors of Entertainment, mit wo Teil 2 auch mit drin ist. Vielleicht hole ich mir das. Und dann wollte ich auch noch, da gibt es noch, genau, hier habe ich noch Fragen. Ich will nämlich noch mal ein paar Kommentare von euch beantworten. So, ich hab hier einen kleinen Zettel. Na, geh auf den Zettel. So, da habe ich mal ein paar Kommentare von euch. Ganz schön windig, ich hoffe, ich verstehe mich noch. Auf jeden Fall erstmal von Max Damage. Max Damage, sei gegrüßt. Du kommentierst doch immer öfters meine Videos. Das ist immer toll, deine Kommentare zu lesen. Du hast gefragt wegen dem City High Mediabook, Steelbook, weil die Verkäuferin da so rumgemeckert hat und mit den Augen gerollt hat. Ja, das kann sein, dass die Schwarzenegger nicht mag. das ist natürlich möglich. Ne? Und dann. Ja, warum erwähne ich die Namen auf YouTube? Das ist doch das Mindeste, was man machen kann. Wenn man einen Tausch macht mit jemandem, einen Tausch, das ist das Mindeste, dass man den Namen erwähnen kann, von wem man das hat. Das ist das Mindeste, was man machen kann, oder? Also so finde ich das. Und nicht einfach sagen, Tauschpartner und so. Also ich finde, das ist das Mindeste, was man machen kann, den Namen sagen, von wem man das hat. Also den YouTube-Namen. So, genau, 4K-Sammler, sei gegrüßt. Du hast geschrieben, dass, also du magst auch meine Shopping-Videos. Ja, ich finde meine Mediamarkt-Videos, Shopping-Videos sind die Highlights auf meinem Kanal und wie auch die Monats-Updates. Monats-Updates sind meine Highlights und die Mediamarkt-Videos sind meine Highlights mit den meisten Klicks. Das mögen die meisten auf meinem Kanal und meine Vlogs. So, und dann kommt Melanie, sei gegrüßt. Du bist einer der wenigen Frauen auf meinem Kanal, die meinen Kanal abonniert haben. Also ich habe bis jetzt zwei Frauen kennengelernt auf meinem Kanal, die kommentieren. Ja, du bist eine Frau. Ich hoffe immer, du bist eine Frau, Melanie. Weil das hört sich ja so an. Ne? Und du kommentierst natürlich auch richtig toll. Ja, meine Kanalanalyse sagt, auf meinem Kanal sind im Alter von 25
25 bis 44. Also von 25 bis 44 ist so das Alter auf meinem Kanal, die meine Videos gucken. Ja. So, ich drehe mich mal ein bisschen um. So habt ihr einen anderen Hintergrund. Ja. So, das, da habe ich mal ein paar Kommentare für euch beantwortet. Und wie gesagt, ich beantworte auch gerne Kommentare. Also wenn ihr mir Kommentare schreibt, schreibe ich auch gerne Antwort zurück. Ab morgen beginnt wieder meine Arbeit. Mein Urlaub ist vorbei. Dritten ist der schöne See. Das ist der schöne See. So, jetzt überlege ich mal, was ich noch sagen wollte. Mir geht's gut. Die Sonne geht unter. Kommt jetzt vielleicht, also jetzt wird es kühler. Die Tage werden kühler. Und ja, das war mein Video für heute, den Sonntag. Ich grüße meine ganzen Abonnenten auf meinem Kanal. Ja, ich wünsche noch einen restlichen Sonntag und morgen wieder. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Bis dann. Ciao, ciao.